Servus und herzlich willkommen zum neuen Part von Dawn of Man mit eurem Bobas. Schöne gemütliche Runde wird es heute. Ich habe vor, die hauptsächlich hier ein bisschen rennen zu lassen. Wir werden mal gucken, dass wir hier noch einen Wachturm mit hersetzen. Das habe ich ja vorgehabt schon beim letzten Mal. Warte mal, da muss ich nur die Kamera mal hier ein bisschen drehen. Dann, ja, denke ich, hier so zwei Stück am Tor wäre nicht schlecht. Der Turm bewacht ja dann auch diese Seite. Hier sind wir, hierüber wird es abgesichert. Ja, ich denke, das ist so ganz in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich da oben einen herstellen sollte. Mir schaut das Ding hier ein bisschen offen aus. Schauen wir mal. Nee, das ist zu. Das ist zu. Es sieht nur so aus. Okay. Aber dann schaue ich jetzt wirklich mal, ob ich da einen Turm herstellen kann. Wenn ja, dann ist okay. Okay, passt. Schlitten ist nicht mehr nutzbar. Ich habe hier einen Wagen. Vielleicht mache ich mal noch zwei Schlitten. Der Wagen bringt mir nur was, wenn ich auch Tier habe. Mensch, ist der Siedlungsschlitten nicht mehr nutzbar. Nochmal einer kaputt. Und dann auch noch so weit weg. Na gut, ihr macht es schon. Ihr macht es schon alles, dass das passt, ne? So, hier haben wir ganz viel Stroh. Roggengerste. Stroh, das ist hervorragend. Vielleicht müsste ich sogar jetzt einen weiteren Strohdingensen aufstellen. Nee, brauchen wir nicht. Da haben wir genug Platz. Genau, bete du mal, dass du mal wieder bessere Laune kriegst. Ja, die Moral ist schon wichtig. Händler ist angekommen. Lasset uns gucken, was der hat. Ziegen. Wir könnten jetzt noch mal zwei Ziegen ho holen. Durchschnittlich. Weil brauchen wir auf jeden Fall. Knochenharpune, Faustkeil. Machen wir mal hier jeweils. Welche weg? 120, 130, 140. Gut, von den anderen Sachen. Leinenstoff. Das ist Wollstoff. Leinenstoff habe ich gar nicht. Doch, da 17, das passt. Getrocknete Haut haben wir. Fisch, lass mal kaufen. Auch das Brot. Ne, man kann das Essen nicht genug bevorraten. Ich nehme mal, obwohl, die sind jetzt gerade am Ernten hier, ne? Dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen Speer und den Rest hauen wir jetzt halt hier mit Steinen, weil wir eben davon zu viel haben. Gut. Dann reicht es erstmal. Von den Tieren sollten wir eigentlich noch genug Platz haben. Jawohl, 24, 40. Ich hoffe, das mit dem Heu wird ein bisschen besser. Also hier liegt noch ganz viel Stroh rum. Ja, Stroh rum. Trinke ich nicht, mag ich nicht. Das sollte ich im Grunde genug haben, ne? Warte mal, dann könnte ich doch hier. Weil es sind ja gleichzeitig hier wieder Pflanzen in der Ecke, dass man das auch noch mit einsammeln. Kommt, Leute, sammelt das Stroh. Da passt noch einiges rein. Was für ein Gewusel, hä? Leute, das Zeug liegt hier rum und vergammelt. Sturm, ja, ich kann es nicht ändern, dass Sturm ist.
So, wir haben Kapazität für 64. Da brauchen wir ja 20. Vielleicht schaffen wir das in der Folge sogar heute. Genau, ruht euch erst einmal aus. Ein Schäflein muss leider geschlachtet werden. Schade. So Leute, ihr dürft aber nicht meckern, dass wir keinen Stroh haben, weil hier liegt nämlich echt viel rum, ne? Was habt ihr da? Ah, Wildschwein. Wildschwein haben sie gejagt. So, unser Hinkelstein wird bald platziert. Feuerstein, Speer, jawohl. Und wieder einen Punkt mehr. Jetzt fehlen uns noch 5 Punkte. Wenn wir den jetzt halt aufstellen, wollen wir noch mal ein paar Punkte kriegen. Genau, ess erst mal, ne? Oder was auch immer du magst. Genau, du schaust, dass deine Moral verbesserst, bitte. Cool. Ein neuer Hinkelstein wird gesetzt. Haha. Was? Es gibt keinen Punkt? Ach Mensch. Och, Mino. So, das könnt ihr wieder einsammeln. Das ist ja wegen doof, dass die Häuser mit Stroh hier ausgebessert werden. Jawohl, haben wir wieder einen Punkt. Das gibt's noch nicht. Mensch, Leute, da hinten liegt ganz viel Zeug. Genau, nehmt einen Karren, ladet auf, was geht. Ihr habt das andere Zeug noch nicht einmal weggeschafft. Werte wieder. Das kann ich ja nicht priorisieren, ne? So. Wie gesagt, es wird heute gemütliche Runde. Ein Holz fehlt hier. Das sollte ich aber genug da haben, ne? Holz. Nee, nicht einmal. Nicht einmal so viel Holz, wie ich dachte. Dann müssen wir einen neuen Abschnitt wählen. Würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal daher. Dann haben wir nämlich so einige Gebiete. Ich mache hier auch mal noch einen. So, mitten reingesetzt. Gejagt, Mufflon. Bis da hinten. Der Händler ist gekommen. Ja, servus Händler. Was hast denn du dabei hier? Er hat wieder Ziegen dabei. Warte mal, geh mal auf die Geschwindigkeit runter. Mal gucken. 29. Wir könnten eigentlich 10 Ziegen haben wir, ne? Ne, dann. Ach so, das ist das Limit. 7 Stück haben wir. Na komm, dann nehmen wir uns nochmal die 2 Ziegen hier. Kupferspeer brauchen wir nicht. Ja, das können wir nehmen. Da brauchen wir nichts. Da müssten wir. Genau, da sind wir noch voll. 153. Na, die müssten wir eigentlich doch schnell zusammenkriegen. So, machen wir mal die Schleuder, die Sicheln. Die hier. Dann machen wir hier mal und. Da mal. Machen wir noch mal. Machen wir hier noch mal. 150. Dann warte mal, dann nehme ich. Ja doch, das passt schon. 150, den Rest wieder mit Stein. Wo sind sie da? Und passt. Ich hoffe, du hast uns hier keine alten Ziegen aufgeschwatzt. Erwachsenes Weibchen. Zweimal. Also zweimal erwachsenes Weibchen. Das ist gut, in der Hoffnung, dass es da auch Nachwuchs gibt, dass uns die Tiere nicht ausgehen. Schön gemütliches Gebuseln. Kein Angriff. Wir brauchen noch 2 Punkte und dann können wir nämlich in die Bronzezeit was, ne?
Genau in die Bronzezeit können wir dann reinschlüpfen und dann wird es hier schon mit den Waffen wieder besser. Wir können die Mauerarbeit machen. Kommt noch was auf uns zu. Neuer Mensch, Servus bei uns. Willkommen in unserer kleinen Gemeinde. So, kann man eigentlich auch irgendwann noch mal Kirche bauen oder so? Brauen. Ja, da habe ich letztens auch was drüber gesehen, dass im Grunde der Alkohol auch schon sakrisch alt ist, ne? Da wurde er im Grunde schon im Ägypten, wurde ja schon damals beim Pharao Bier gebraut. Also eins der ältesten, eine der ältesten Drogen, muss man ja wirklich sagen. Vor allem eine Droge, die so viele Menschen in den Ruin treibt und so viele Menschen jedes Jahr tötet. Ja, deswegen ist es ja auch legalisiert, ne? Die Leute werden krank. Die Krankenkassen verdienen. Ach, hervorragend. Leute, ihr rennt schon, ne? Weil manchmal kommt ihr mir ein bisschen langsam vor. Da muss ganz viel repariert werden. Räuberangriff, wo seid ihr? Da kommt ihr, dann machen wir mal ein kleines bisschen schneller. Wir blasen ins Horn. Wo seid ihr? Drei Hunde wurden vom Räuber umgebracht. Yes, wir haben gewonnen. Wieder erfolgreich. Was magst du da? Isst du den? Bist du ein Zombie? Flupp, dann wird er ins Wasser oder was? Könnt ihr die nicht irgendwie zerlegen? Also ich meine, das Zeug holen. Was da so rumliegt? Ah, die Armen. Aber ihr könnt noch herhalten als Fleischlieferant. So dumm, wie es klingt, ne? Aber ich denke, in der Zeit damals hat man alles genommen, was da war. Oh, wir haben 100. Uff. Über 120 Fleisch mittlerweile. Das ist natürlich eine Ansage, ganz klar. Da liegt noch irgendwas rum, Leute. Holt's euch. Jawohl, danke. Der hat mich schon gestört. Was liegt da? Fleisch? Warum liegt da Fleisch rum? Was passiert? Ach so, dann ist es weg, ne? Hm. Es sieht so aus, als wäre es. Da kann ich nichts machen, ne? Ha, wir können in die Bronzezeit wechseln. Leute, und das machen wir auch. Bronze schmelzen, schaltet Zeitalter Bronzezeit frei. Benötigt Wissen, klar. Benötigt für Zinnmine, Eisenschmelzen, Bronzespeer und diese ganzen Bronzesachen. Wir gehen in die Bronzezeit, Leute. Bronzezeit freigeschaltet. Wieso geht's da nochmal her? Bronze schmelzen freigeschaltet. Schalte die Produktion von Bronze in Erdöfen und die Herstellung von Werkzeugen und Waffen aus Bronze frei. Schalte die Bronzezeit frei. So, wo funktioniert das? Ist das hier? Nein. So, was können wir bauen? Hier Metallurgie. Holzkohlengrube, die haben wir ja da hinten schon gesetzt. Metallschmied, den haben wir doch eigentlich. Ach, wir haben keinen Metallschmied, genau. Dich wollte ich nicht. Doch, da, Metallschmied, freilich. Dann kann ich das hier doch auch alles mal angeben. Das muss ich erst entwickeln. Dann brauchen wir allerdings nur. Produktion. Werkstatt. Gerber. Hier irgendwas. Handwerksschuppen. Brunnen.
Zinnmine. Okay, dann lasst uns mal Zinn suchen. Feuersteinmine, Feuerstein, Eisenerz, also rotes Eisenerz. Da haben wir Kupfererz. Jetzt warte mal. Nur warte mal. Feuerstein, Feuerstein, Eisenerz, Feuerstein, Zinnerz. Da haben wir es ja. Also, bauen, Metallurgie und Zinnmine. So. Zinnmine, Zinnmine. Wo ist die nächste Zinnmine? Ich möchte halt immer nicht zu weit weg, ne? Feuerstein? Ja. Und Kupfererz? Und Feuerstein? Gibt es hier sonst keine Zinnmine mehr? Da haben wir noch Zinnerz. Dann einmal, zweimal, dreimal. Wie lange halten die eigentlich, diese Zinnminen? Das wäre jetzt auch mal interessant. So, ich denke, wir müssen hier langsam mal abholzen. Da komme ich nicht drum rum. Wir brauchen diesen Teil da noch. Darum werde ich jetzt mal Baumfällen noch hier mit her setzen. Krankheit beeinträchtigt die Feldfrüchte Roggen. Der Händler ist gekommen. Das ist schön für den Händler, wenn er gekommen ist. Nein, heute mal keine Ziegen. Aber Zinnerz ist auf jeden Fall nachgefragt bei uns. Da wir nämlich noch nichts haben, ist klar. Haben wir da Holzkohle? Achso, Kupfererz. Essenstechnisch sind wir ja gut aufgestellt, täte ich jetzt mal behaupten. Wir brauchen auf jeden Fall, also Stroh nehme ich auf jeden Fall mit. Mehl haben wir. Kupfererz brauchen wir nicht. Geräuchertes Fleisch kommt das eine, das kannst du uns geben. Ziege, nein, brauchen wir nicht. Das heißt, wir brauchen 36 als Zahlungsmittel. Jetzt hat die Feuersteinaxt, ne? Das ist jetzt alles nicht mehr aktuell. Verdammt. Jetzt müssen wir da schon rausnehmen. Kupferspeer. Ich tät nicht gern, also ich verkaufe da nicht gerne viele davon. Kupfersichel haben wir jetzt nur eins. Kupfermesser. Verdammt, oder warte mal, ja, ich habe doch Steine. Jo, ich habe Steine, komm, da hau ich dem jetzt halt 36 Steine um die Ohren. Und dann ist doch gut, oder? Jo. Dann sollten wir vielleicht einmal die Feuerstein- und die Knochenspeerproduktion ein bisschen einschränken, oder? Ja, Schlachten 3, Kämpfen 2. Das ist alles auf jeden Fall schon besser. Werkzeuge. Ich lasse das laufen. Was soll's? Wir kriegen eh immer wieder Knochen. Wir kriegen auch immer wieder Häute mit rein. Milch haben wir erlangt. Zinnmine haben wir gebaut. Jawohl. So, da sieht man natürlich jetzt nicht, wie viel da drin ist. Verbundene Ressourcenlimits anzeigen. Dann machen wir 20. Leinen. So, da liegt immer noch ganz viel Stroh rum. Dieses Stroh rum, ne? Das ist. Ja.
So, wie viel brauchen wir denn? Für die Mauer brauchen wir 10. Wir brauchen eigentlich für jede Entwicklung 10. Da hätten wir Pferdedomestizierung. Das ist natürlich nicht schlecht. Brauen, da werden sie glücklich. Ich denke mal, das ist gut für die Moral. Die Moral, würde ich sagen, machen wir das Brauen als nächstes. So, mal schön sammeln hier. Jawohl, so gehört sich das. So gehört sich das. Dann hauen wir da draußen noch einen Heuhaufen hin. Das müsste da gewesen sein, oder? Was steht da wieder? Bla bla bla. Bla blub. Lager? Ja, freilich. Lager. Lang Zimmerz. Irgendwo da hinten hin vielleicht. Oder, ja, gut, komm. Ich tue es dahin. Dann sind wir auch in der Nähe vom Feld, ne? So. Tier ist ausgestorben. Urzeitliches Bison. Tier ist ausgestorben. Riesenhirsch. Ups. Irgendein Bär ist ausgestorben. Ausgestorben Rentier. Höhlenlöwe ist ausgestorben. Da sind recht viele ausgestorben, ja. Gut, Leute, lasst das Stroh da nicht so rumliegen. Neuer Mensch ist der Siedlung beigetreten. Gleich zwei. Dann sage ich doch mal Servus. So, wir haben für 64 Hütten. Es ist so duster irgendwie. Gefällt mir gar nicht. Wie schaut es mit die Felder aus? Mit diesen Feldern. Okay, da liegt immer noch ganz viel Stroh rum. Was holt ihr? Will dich erwischen, verdammt. Jetzt habe ich einen. So, Getreide und Stroh hat er geschleppt. Der hat eine Kupfersichel. Naja, das ist doch hervorragend. Das ist doch richtig gut. Ich glaube nicht, dass die irgendwie feste Hütten haben. Also das ist mir jetzt halt noch nicht aufgefallen. Nee? Also die schlafen hier wild durch die Gegend. Der Händler, ja, Servus. So, bloß haben wir schnell runtergedreht. Oh, das Mauerarbeit. Aber ganz ehrlich, 300, was willst du dann? 450, du hast einen Arsch. Nee, Ziegen brauchen wir nicht. Zinnerz können wir nehmen. Leder können wir nehmen. Also gerade solche Rohstoffe, die sind, denke ich mal, in Ordnung. Kupfer können wir nehmen. Kupfererz können wir nehmen. Wollstoff haben wir im Grunde noch genug. Essenstechnisch sind wir gut aufgestellt. Also würde ich sagen, wir lassen das jetzt mal auf den Stand. Also drei, oder warte mal. Wir füllen hier zumindest noch bis auf die 100 auf. Halt, das wollte ich nicht. Jo, 100, gut. Dann die Knochenharpune. Sabralot. Okay, Kupferspeer. Da können wir doch nochmal drei Stück machen. Vielleicht auch vier, fünf. Der Bogen. Die Schleuder. Boah. Ey, komm, da hau ich jetzt mal 10 Stück raus. So, dann von Feuersteinsichel, Angel. Können wir machen mal noch zwei Angeln? Drei, vier Angeln. Okay, also Angeln haben wir ja genug im Grunde. Dafür würde ich sagen, nehmen wir uns aber auch noch einen Wollstoff. Und dann noch das Mehl. Okay, dann tun wir eine Angel wieder weg und füllen da mit Steinen auf, wenn ich noch so viele habe. Habe ich noch so viele Steine? Feuerstein. Jo, normaler Stein. Gut. 700 Sheep Churn. Dann passt das schon mal.
So, wir sollten eigentlich genug Stroh haben. Jawohl, super. Das läuft. Dann lassen wir es jetzt wieder rennen. Genau. Und im nächsten Part werden wir uns dann wieder in den Frühling aufbegeben und mal schauen, was wir uns auch alles so anstellen können. Wir haben ja hier 7 Wissen. Das heißt, wir können demnächst dann auch das hier ausbauen. Machen wir aber alles dann im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, vielleicht auch ein Abo, wenn es noch nicht passiert ist. Und dann würde ich mich freuen, wenn auch das nächste Mal mit einschaltet, das vielleicht die letzte Folge sein wird von Dawn of Man. In dem Sinne, macht's gut, habt noch eine schöne Woche und ciao, ciao.